In diesem Video werden wir uns einmal VeChain anschauen, denn VeChain bekommt ja hier eine relativ starke Korrektur. Die Frage ist jetzt natürlich, werden wir hier an unserer grünen Supportlinie einen Bounce kriegen und dann endlich die VeChain-Explosion bis auf unser Price-Target von 37 Cent sehen? Und genau das werde ich euch heute in diesem Video erklären. Also wenn euch dieses Video gefällt, drückt auf jeden Fall hier den Daumen nach oben. Falls ihr neu seid, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Und ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir mal direkt hier mit diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video werden wir uns einmal VeChain anschauen. VeChain ist jetzt hier relativ stark korrigiert, bevor wir jetzt hier mit der Analyse beginnen. Heute Abend um 20 Uhr findet wie immer ein Livestream statt und deshalb schaltet da auf jeden Fall heute Abend um 20 Uhr bei mir ein, denn da werden wir besprechen, wie weit diese Korrektur noch gehen wird, wie weit werden Bitcoin, Ethereum und so weiter und so fort runter korrigieren. Deshalb heute Abend 20 Uhr hier auf YouTube. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Drückt bei diesem Video auf jeden Fall eine positive Bewertung rein. So, jetzt starten wir mal direkt mit der Analyse. Wir kriegen jetzt hier eine weitere Korrektur in der heutigen Daily Kerze rein und diese Korrektur ging jetzt von 13,2 Cent runter auf 12,1 Cent, wo wir uns aktuell befinden. Was wir jetzt hier uns natürlich alle fragen, okay, wie weit wird diese Korrektur jetzt noch runtergehen? Werden wir vielleicht sogar hier nach unten hin ausbrechen und einen extrem krassen Abwärtstrend starten? Genau das werden wir heute einmal analysieren und wir sehen, hier oben haben wir einen sehr, sehr wichtigen Widerstand. Den haben wir ja gebrochen, beziehungsweise es war ein wichtiger Support. Wir hatten erst einen Widerstand, danach daraus einen Support hier gemacht, aber sind dann letztendlich trotzdem durchgebrochen. Deshalb sehen wir hier auch aktuell eine Korrektur. Und wenn wir uns das mal ganz genau anschauen, sehen wir, okay, wir haben hier unten einen Support, haben hier einen Support und haben dann sehr wahrscheinlich, wenn wir hier runter korrigieren, auch hier einen Support, werden sehr wahrscheinlich hier einen Bounce kriegen. Und erstmal unser Price Target, das wäre das erste Price Target, was ich hier anvisieren würde, das Price Target von 28 Cent erreichen. Wir müssen ja auch ganz klar sagen, wir hatten hier einen Falling Wedge, sind dann auch hier nach oben hin ausgebrochen und haben auch dieses Price Target absolut perfekt getroffen, sind sogar ein bisschen darüber gegangen über dieses Price Target und deshalb haben wir jetzt hier auch natürlich am Preisziel eine Korrektur gesehen, vor allem der ganze Kryptomarkt korrigiert aktuell, was hier natürlich erstmal sehr wichtig ist, die EMA Ribbon. Immer wenn wir ein Higher Low machen, wie beispielsweise hier oder hier, brechen wir kurzzeitig die Daily EMA Ribbon. Das heißt, das, was wir hier sehen, würde auf jeden Fall Sinn machen, dass wenn wir diese Trendlinie testen, jedes Mal, wenn wir diese grüne Trendlinie getestet haben, haben wir die Daily EMA Ribbon gebrochen kurzzeitig und sind danach wieder darüber gegangen. Das heißt, auch hier werden wir sehr wahrscheinlich die Daily EMA Ribbon weiterhin gebrochen halten, also nach unten hin, dass wir kurzzeitig bearish sind und das passt auf jeden Fall hier in meinen Augen ins Schema. Deshalb mache ich mir da wegen der Daily EMA Ribbon aktuell erstmal keine Sorgen und wenn wir uns einmal die EMA Always auf dem Daily Chart anschauen, könnte es natürlich auch sein, dass wir kurzzeitig die 200er EMA, also die rote Linie, brechen. Das war hier in diesem Fall so. Wir haben auch hier die 200er EMA gebrochen. Das heißt, das halte ich auf jeden Fall für realistisch, dass wir die hier für einen kurzen Moment brechen. Vielleicht droppen wir auch nochmal bis hier unten runter. Halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke eher auf die grüne Linie und dann sehen wir wahrscheinlich einen Bounce, denn wir sind hier auf jeden Fall in einem glasklaren Aufwärtstrend. Wichtig ist halt auf jeden Fall nur, dass wir das Level von 8 Cent halten, weil dann würden wir in einen Abwärtstrend sehr wahrscheinlich übergehen, aber auch wenn wir das jetzt hier testen, sehen wir, wir haben hier einen wunderbaren Aufwärtstrend und solange sich hier nichts vehement ändert, gilt immer noch das Sprichwort "The trend is your friend until the end", deshalb werden wir hier weiterhin aufwärts traden, solange wir hier diesen Trend bestehen haben, vor allem, weil es auch von den Fundamentals und auch von der Long-Term-Analyse auf jeden Fall danach aussieht, als würden wir hier weiter nach oben hin ausbrechen. Wir kommen hier aus einem riesigen Aufwärtstrend, haben dann hier in Form eines Symmetrical Triangles konsolidiert und brechen jetzt hier weiter nach oben aus. Das sieht insgesamt definitiv bullig aus. Da wäre alles andere falsch. Es sieht definitiv bullig aus. Schauen wir uns einen wichtigen Indikator an, den RSI. Und zwar sind wir auch hier in einem überkauften Bereich gewesen, dann hier runter korrigiert. Das war ganz genau hier, als wir unser Preisziel erreicht haben, sehen deshalb jetzt auch im RSI eine Korrektur. Und was hier wichtig ist, wir sind hier aktuell auch weiterhin am Korrigieren. Hier bildet sich aber auch im RSI ein Trend. Das hatte ich auch schon mal kurz im Stream angeschnitten. Ich muss hier wahrscheinlich ein bisschen rüber, dass ihr das auch erkennen könnt. Hier bildet sich jetzt ein Trend und zwar von diesem Punkt hier rüber. Das heißt, wir werden auch bald hier diese Trendlinie erreichen, also den grünen Support im RSI und da auch ein Bounce sehen. Das heißt, es kann gut sein, dass wir diese Punkte hier dann absolut gleichzeitig treffen. Wenn wir dann hier runter auf so ein Level korrigieren, dann wäre das immer noch deutlich höher als hier und ihr seht es, dann hätten wir auch hier im Chart ein auf jeden Fall klar sichtbares Higher Low gemacht und haben dann auf jeden Fall hier gut Platz, ein neues High zu sehen und dann auch Mitte der nächsten Bewegung hier auf ein Level von ca.
ca. 20 Cent zu kommen. Das halte ich auf jeden Fall für realistisch. Das heißt, wenn man in VeChain einsteigen will, also wenn man mich fragen würde, ich würde wenn bei roten Kerzen einsteigen und die sehen wir jetzt gerade aktuell. Also wäre für mich, um nachzukaufen, auf jeden Fall jetzt hier ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch einmal in den Weekly Timeframe, der natürlich auch sehr wichtig ist, denn der Wochenchart sagt natürlich nochmal viel, viel mehr aus als der Daily Chart. Schauen wir uns hier den Wochenchart einfach mal an. Hier sehen wir, okay, es könnte auch einfach sein, was ich auch für realistisch halte. Wir sind ja hier auch im Weekly Chart in diesem Symmetrical Triangle konsolidiert und würden jetzt hier sehr wahrscheinlich einen Weekly Retest holen und danach erst nach oben hin ausbrechen, denn wir hatten einen Daily Retest, sind dann auch hier nach oben hin ausgebrochen und brauchen wahrscheinlich hier einfach noch einen Weekly Retest, um hier weiter nach oben hin auszubrechen. Schauen wir uns auch einmal den Weekly Chart an, dann sehen wir, okay, wir sind jetzt hier perfekt auf der Midrange und haben hier auf jeden Fall auch noch Platz, weiterhin steigen zu können, und deshalb halte ich auch eine weitere Steigung hier für durchaus realistisch, und ich denke mal, wir werden bei VeChain immer so auf einem Level von 86 bis 90 hier das Top erreichen. Das heißt, auch im Weekly Chart haben wir verdammt viel Platz, hier nach oben hin unser Price Target zu erreichen. Das heißt, was hier passiert ist, beziehungsweise unsere Preisziele, die wir hier haben von ca. 37 Cent, das erste Preisziel natürlich 28 Cent, danach aber 37 Cent, das sind definitiv realistische Preisziele, vor allem wenn wir uns das ganze Szenario hier einmal anschauen und auf dem Weekly Chart die EMA Ribbon, da sehen wir ganz klar, okay, selbst wenn wir den grünen Support testen, sind wir weiterhin in einem glasklaren Aufwärtstrend, denn wir haben hier die ganze Zeit nie nachhaltig die EMA Ribbon auf dem Weekly Chart gebrochen. Deshalb gehe ich auch hier weiterhin nicht davon aus, dass das so passieren wird. Und deshalb mache ich mir da aktuell überhaupt keine Sorgen. Es ist einfach eine kurzfristige Korrektur, die jetzt hier seit 2 Wochen andauert oder knapp 10 Tagen andauert. Und ich denke, in der nächsten Weekly Kerze können wir auf jeden Fall wieder mit weiteren bullischen Bewegungen rechnen, dass wir dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall weiterhin nach oben hin steigen. Man kann es natürlich nicht zu 100% sagen, wir machen ja deshalb hier auch die charttechnische Analyse, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Wochen hier weiter nach oben hingehen, ist auf jeden Fall hoch, und deshalb ist das jetzt hier bei roten Kerzen immer für mich ein Punkt, wo ich persönlich VeChain nachkaufe. Das werde ich auch heute auf jeden Fall erledigen. Und wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr neu seid, und dann sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr in meinem Livestream. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao.